Ja, guten Morgen zusammen. Hi again. Zweiter Tag vor der Mittagspause, glücklicherweise. Mein Name ist Michael Henrichs, bin wie gesagt von ContentSurf, mache das seit 7 Jahren und leite den Standort Nordwest für Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und so die Nordhälfte. Headquarter ContentSurf ist nämlich in Rohrbach an der Ilm zwischen Ingolstadt und München. Und von daher deutsches Unternehmen, nein, bayerisches Unternehmen. Da kriegen Sie an einer Hotline mal einen Grüß Gott zur Begrüßung. Und da man gesagt hat, man möchte die Kunden in NRW, Niedersachsen mal ein bisschen näher betreuen, mache ich das, diesen Standort da in Wetter an der Ruhr. Das ist, ja, wir sind jetzt hier an der nordöstlichen, der nordwestlichen Grenze vom Ruhrgebiet und Wetter ist so die südöstliche, also genau einmal quer durch, 60 Kilometer. Ich habe das so ausführlich beschrieben, weil ich möchte mit der Pressemitteilung von Adex beginnen. Adex sitzt nämlich neben Wetter in der Stadt Witten und die haben im September 2018, genau vor 3 Jahren, angekündigt, wir wollen so das markanteste Gebäude im Ruhrgebiet bauen. Adex ist Hersteller von Bauchemie, Flexspachtelmasse, Fliesenkleber und sowas. 1 Milliarde Umsatz im Jahr vor Corona und wollten so ein Aushängeschild bauen, 100 Meter hoch. 90 Meter hoch, 24 Geschosse, so als Aushängeschild der Region. Ja, ich habe schon ein bisschen vage konjunktiv gesprochen. Der Turm ist bis heute nicht gekommen. Dann kam nämlich Corona. Und dann gab es eine große Pressemitteilung. Die 100 Mitarbeiter, die sitzen alle im Homeoffice. Und ob die mal in Gänze so wieder zurückkommen in unser Büro, das wissen wir alle nicht, weil den einen oder anderen gefällt das ganz gut im Homeoffice, sind viel effizienter. Wenn es überhaupt kommt, dann höchstens die Hälfte. Nicht mal dieses markante Gebäude. Ist, wie gesagt, bis heute nicht angefangen worden. Und das fand ich eben besonders, weil es eben diese traditionelle Branche Bauchemie ist. Wir investieren nicht in Beton, sondern wo geht das Geld hin? In Digitalisierung. Weil das merken wir jetzt spätestens bei Corona. Wenn wir da jetzt nicht Vollgas geben, dann sind wir vielleicht irgendwann mal hinterm Wettbewerb hinterher. Ja, und die Basis ist eben PIM. Bevor ich dann irgendwie mit Big Data und Kanalausleitung anfange, brauche ich erstmal eine saubere Datenbasis. Und da sollte man eben mit PIM, MAM starten. Und das haben sie getan. Ja, Werk 2 beginnt ja immer mit Zahlen, Analysen, Fakten. Deshalb habe ich hier vom Marketing auch mal ein paar Zahlen mit gebracht bekommen. 80% der Entscheider gucken nicht nur im Print, sondern gehen dann auf die Webseite. Ja, der Klassiker, ich würde da 100% dran schreiben. Man nutzt alle Kanäle, die man kriegen kann. Und ja, was haben wir alle gemacht in Corona? Ich habe meinen größten Batzen vom Haushaltseinkommen in die Baumärkte gefahren, wie wahrscheinlich viele von Ihnen. Und ja, plötzlich funktionierten so Click-and-Collect-Dienste, ne, beim Bauhaus. Wunderbar, ich habe meinen Warenkorb voll gemacht und konnte den da entgegennehmen. Super. Komischerweise, ich mache das jetzt immer noch, weil ich finde, die schweren Fliesen, die kann doch jemand mir schon mal aus dem Regal holen und da auf den Einkaufskorb legen. Aber alle anderen gehen jetzt wieder ganz normal durch den Laden. Es scheint irgendwie ein Erlebnis zu sein durch den Baumarkt am Samstag. Ich bin dann immer sehr schnell dran mit meinem Click and Collect, weil es sonst fast keiner nutzt. Ja, also das Kaufverhalten, wir nutzen, wie gesagt, alle möglichen Kanäle, die uns zur Verfügung stehen und die Kanalzahl wächst. Ja, Partner Plenty Markets von uns, das ist so ein Shop, so ein Anbieter von der Marktplatzsoftware, wo sie sagen, sie haben ein PIM-System, da pflegen sie ihre Daten und dann haben sie so eine Middleware, die dann alle Shops beliefern dieser Welt. Und die haben ein transaktionsbasiertes System. Bezahlsystem, das heißt, da kriegen die X% vom Warenkorb, entsprechend davon leben die, das ist ihr Geschäftsmodell und die haben einen Online-Handelskongress in Kassel gemacht, das war so mit die einzige Veranstaltung, die letztes Jahr stattfand. Da war eine total interessante Präsentation, weil dann haben die natürlich so einen Weihnachtsbuckel gehabt, ne? Da waren Warenkörbe ein bisschen zahlreicher und voller und dann kam Corona und da sind die durch die Decke gegangen und dann kam auch so ein schönes Event in Kassel in der Stadthalle zustande, wo nur die 40 Referenten da vor Ort waren und irgendwie 2000 Leute zugeschaltet waren.
Wie man jetzt hier für 22 und 23 da diese 3% und 4% voraussagt, erschließt sich mir nicht. Aber das wird nie wieder nach unten gehen. Ne? Das ist, ja, denke ich, klar. Also, wo kann man sich denn unterscheiden vom Wettbewerb? Das ist doch, ja, ich kann natürlich einen genialen Preis machen und da irgendwie den Kampf gewinnen, aber bei vernetzten Märkten, wo sie alles irgendwie von überall her beziehen, den Kampf können sie nicht gewinnen. Von daher, Produktinformation, das ist doch das Unterscheidungskriterium. Wenn ich meine Zielgruppen entsprechend anspreche, dann holt die das ab. Ich habe jetzt hier ein Beispiel von meinen französischen Kollegen mal mitgebracht, von Lacoste. Die Marke kennt man. Viele Boutiquen, viele Websites, E-Commerce, Shops und in den Verkaufsstellen bei Galeria und was weiß ich, kriege ich natürlich auch meine Polohemden von Lacoste. Die wollten eben auch so ein PIM-Projekt angehen und was waren die Anforderungen? Ja, wir wollen Produktdaten automatisch erstellen und neue Attribute flexibel hinzunehmen, ein bisschen flexibler als im ERP-System, ne, wo ich dann irgendwie Berater brauche und programmieren muss. Und ja, da habe ich natürlich den saisonalen Effekt. Ne. Diese Farbe ist jetzt im Frühjahr nicht so modern. Ne. Das habe ich jetzt im B2B bei Schraubenherstellern natürlich gar nicht solche Themen. Und Inhalte übersetzen, lokalisieren, dann eben in Echtzeit nach E-Commerce ausspielen. Also da nicht irgendwie 2 Wochen benötigen, bis eine Änderung auf E-Commerce sich auswirkt, sondern das wirklich in Echtzeit betreiben. Mit den entsprechenden Zielen. Das macht man nicht aus Selbstzweck, weil es irgendwie PIM gerade hip ist und das brauchen wir alle, sondern wir wollen da einfach einen Umsatz steigern, wollen die Warenkörbe größer machen und Retouren reduzieren. Ne? Wenn ich da eben eine tolle Information habe, Mensch, die Polohemden fallen kleiner aus, ne, da musst du vielleicht eine Größe größer nehmen, dann ist das einfach eine wertvolle Information, die reduziert eben auch Retouren und damit Kosten. Ja, das Ergebnis war dann eben, ich kann das nur wiedergeben, das war nicht mein Projekt, sondern von den Pariser Kolleginnen, dass dann eben ganz schön was gedreht wurde an Zahlen, 2,4 Millionen Attribute, 40.000 Artikel, Print, ne, wir sind natürlich hier bei der Print-Veranstaltung, das kommt an erster Stelle, Printkatalog, aber der Fokus, das merkt man ganz klar, geht immer mehr in E-Commerce, sodass man es eigentlich andersrum schreiben müsste. Ja, wir haben vom Content Server eben nicht nur PIM, wir haben DAM mit an Bord, was immer ganz praktisch ist, dass man das eben so aus einer durchgängigen Suite bedienen kann. Ja, wenn man weltweit unterwegs ist wie Lacoste, dann hat man Nord- und Südhalbkugel, ne, und andere Saisons natürlich dann eben entsprechend, dass man da diese 6-monatige Lücke hat. Ja, und Verdoppelung der Sprachen, das sehen wir bei allen Kunden, dass die Sprachzahl natürlich dann, wenn ich so ein System habe, was mich Workflow gestützt dann eben unterstützt, dass die Sprachen dann mehr werden. Ja, wie gesagt, kann es nur wiedergeben. Anscheinend ist das eingeschlagen wie eine Bombe, dass dem Time-to-Market da auf 2 Tage reduziert werden könnte, was natürlich schon ein Brett ist. Jetzt sind wir hier im B2B-Bereich. Da sieht das natürlich alles ein bisschen schlichter aus. Ich habe in Gedore eine Präsentation gemacht und der Geschäftsführer von Gedore, ich hätte es mich nie selber getraut zu sagen, sagte, das ist ein Chrom-Vanadium. Doppelmaulschlüssel, 27, 44 mm oder was, den kriegen sie genauso gut in China, made in China, das ist Chrom-Vanadium-Stahl, was soll da besser oder schlechter sein? Also, und einen Preiskampf kann ich auch nicht gewinnen. Ich kann auch nur durch Content gewinnen. Und das ist jetzt ein frischer Screenshot, das sah vor 5 Jahren noch ganz anders aus. Also da hatte ich nicht die ganzen Abmessungen und welche ISO-Norm wird da erfüllt. Natürlich, Brand Gedore ist auch cool, ne? Möchte ich auch im Keller, habe ich auch im Keller, so einen Steckschlüsselsatz. Das ist schon nochmal ein Pfund, made in Germany. Aber on top sind es eben die Sprachen und da ging es von 5 auf 50 hoch, dass ich eben in Rumänien nicht mit einem englischsprachigen Katalog erscheine, sondern mit einem Native Rumänisch, ne? Und das entsprechend lokalisiere. Ich habe jetzt heute Nacht noch meine Präsentation angepasst. Wer gestern den Vortrag von Stefan Herold von SQLI gesehen hat, wo es um Data Quality ging,
Da habe ich mir gedacht, ah, da muss ich anknüpfen, weil er sagte dann, alle 2 Jahre verdoppelt sich die Zahl der Daten im Unternehmen. Und da brauchen sie Massendatenoperationen, um dann letztlich die Data Quality hochzutreiben. Da sage ich, ja, Data Quality ist super, ist wichtig, aber durch geschickte Datenmodellierung kriege ich das vielleicht auch ein bisschen intelligenter hin. PIM-Anbieter nehmen wir gerne als Beispiel Fahrräder. Das hat einfach den Grund, ja, das ist so ein bisschen emotionaler als jetzt ein Schraubenschlüssel. Das hat eine Variantenvielfalt, das hat Komponenten. Von daher eignet sich das hervorragend. Ich bin jetzt hier mal bei der Firma Cube, weil ich auch selber ein Cube-Bike fahre. Da gibt es Mountainbikes, unten gäbe es dann noch E-Bikes und dann gibt es Fullies mit Vollfederung und Hardtail. Und darunter gibt es dann verschiedene Serien, Elite und andere. Und dann verschiedene Ausstattungen, hier dieses CX68 Race, was auch immer das ist. Und dann ist es natürlich pfiffig zu sagen, Mensch, wenn ich jetzt alles hier auf der SKU, auf der Stockkeeping Unit pflege, auf dem Carbon Blue, also grau-blau 16 Zoll Rahmen, das ist meine verkaufbare Einheit. Wenn ich da alles pflege, ja, dann habe ich Massendatenoperationen. Und dann habe ich aber auch nichts gewonnen. Dann hilft mir das PIM nur irgendwie, dann ist es ein besseres Backoffice für meinen Shop. Das ist nicht intelligent. Aber ein bisschen mehr dann in der Datenmodellierung an Hirnschmalz reinstecken und sagt, komm, an der Ebene, da pflege ich nicht das Cube-Logo, das pflege ich natürlich hier oben. Und auch hier, dass es Brand Cube ist und dass es ein Elite-Rad ist, das pflege ich natürlich an der Elite-Ebene. Also diese Ausgegrauten, die sind geerbt. Und alles, was ich hier pflege, das bezieht sich auf dieses Modell Race, was eine bestimmte Ausstattung hat, eine bestimmte Beschreibung. Und eine Bike-Klassifikation, was ist denn das? Das ist hier so ein Informationsbaustein. Das ist hier Cross-Country, das ist genau in der Mitte. Also Kategorie 5 wäre Downhill für die ganz harten Mädels und Jungs. Und ja, da schaffe ich mir so ein Portfolio an Standard-Texten mit Bildern, also Informationsbausteine nennen wir das. Im Fashion-Bereich bei Lacoste sind das Waschhinweise. Ne? Bei 60 Grad waschbar mit dem Icon übersetze ich in 40 Sprachen, muss ich nie wieder dran. Außer es ändert sich was, dann passe ich das an einer Stelle an. Das hat jetzt hier weniger mit Vererbung zu tun. Okay, das wird auch wieder runter vererbt auf die ganzen Elite-Bikes, die da drunter sitzen, in den Farben, in den Größen. Weil das ist für Cross-Country geeignet ist, das ist jetzt größenunabhängig und farbunabhängig sowieso. Ja, und jetzt komme ich zu den Beziehungen. Deshalb neben diese Fahrräder, so ein Fahrradhersteller, der stellt ja relativ wenig selber her, weil die Standardkomponenten, so die 20, 30 Komponenten, die Schaltung, der Bremsgriff, der Lenker, der Sattel, das sind, ne, Komponenten, die kommen von Shimano, von Schwalbe, der Schlauch und der Reifen. Da schafft man sich eben so ein Portfolio an Komponenten und dann entsteht eben dieses Elite Race durch Zuordnung dieser Komponenten, die aber an der Stelle nicht gepflegt werden. Da ist ein Beziehungsmanagement, da ist ein Zeiger auf den Baum, auf die Stelle, wo dann der Reifen dazukommt. Das macht natürlich die Pflege viel effizienter, als wenn ich das da per Copy and Paste irgendwie hinbringen muss. Ja, und Medien sind natürlich jetzt bei einem Schraubenschlüssel nicht ganz so wichtig wie bei Fahrrädern. Das verkauft sich natürlich über Bilder, über Videos und die müssen natürlich bei der Farbe sitzen. Hier will ich natürlich hier meine grau-blauen Bilder haben. Die Rahmengröße ist wieder irrelevant, das sehe ich ein Bild nicht an, ob das jetzt ein 16-Zoll-Rahmen ist oder ein 22-Zoll-Rahmen. Da wird es wieder untervererbt, aber genau an der Stelle müssen eben die Bilder gepflegt werden. Und jetzt bin ich bei der letzten Ebene angekommen. Was wird da noch gepflegt? Das ist eigentlich nur die Bestellnummer. Daraus berechnen wir dann noch einen Barcode. Ja, der Preis ist halt die Frage, ob ich dann für das XL-Rad ein bisschen mehr nehmen will oder ob das sogar auch identisch ist. Deshalb ist das hier schwarz, wird hier gepflegt, weil offensichtlich das günstiger ist als das große Rad. Ja, und da reduziert man dann eben die Pflege von Daten auf wirklich einen Bruchteil. Ja, da habe ich dann nicht mehr diese hunderttausenden Datensätze, die zu pflegen sind. Und dann fängt eigentlich die Musik an. Also das war jetzt alles die Pflicht, nur mein Datenmodell
meine Klassifizierung, das nennen wir halt so die Klasse Elite, da gehören diese Attribute dazu und die Klasse SKU, Stockkeeping Unit, da gehört eben nur die Artikelnummer dazu, alles andere geerbt. Wenn ich das gemacht habe, meine Daten alle sauber drin oder denke, es ist sauber, dann kommt unser Data Quality Management und dann, ja, da sind viele Regeln erfüllt, das sieht schon ganz gut aus, scheint schon in Betrieb zu sein, das System. Aber da gibt es immer noch ein kleines Tortenstück an roten Regeln, wo irgendwas schiefgelaufen ist. Das kann ich mir nochmal nach Regel ansehen, was bei Kurzbeschreibung hier scheint ein kleines Spitzchen rot zu sein. Dann kann ich mich reindrillen und dann können automatisch Aufgaben abgeleitet werden. Dann habe ich eben so ein Dashboard, Mensch, ich fange gerade an zu arbeiten und da sehe ich vier Aufgaben. Wenn ich die jetzt erfülle, dann wird dieses kleine Tortenstück verschwinden oder kleiner werden. Ne? Und da unterstützen wir eben mit diesen Tools, um die Datenqualität zu optimieren. Am Ende, das ist jetzt so ein beispielhaftes Ergebnis, das ist jetzt nicht Gedore oder auch kein Fahrradhersteller. Produktentstehungsprozess im PIM abgebildet, das machen nicht alle Kunden, die wenigsten ehrlich gesagt. Bei den meisten entsteht das im SAP oder in anderen Warenwirtschaftssystemen. Aber im Fashion-Bereich, da habe ich ein Briefing und überlege mir neue Produkte und habe vielleicht kein PLM-System, Product Lifecycle Management, und nutze so ein PIM-System für so ein Mini-PLM-System. Gibt 20% unserer Kunden, die das so machen. Ein Leuchtenhersteller fällt mir ein, der 150 Produkte im Jahr rausbringt und sagt, die lege ich hier im PIM an, weil da ist vielleicht nicht alles neu an dem Produkt. Vielleicht ist die Abdeckung schon identisch zu einer anderen. Und dann komponiere ich mir das wie bei den Fahrrädern eben aus dem Chassis, der Elektronik und der Abdeckung. Was aber bei allen stattfindet, ist, ja, die Bezeichnung gefällt mir einfach, anreichern und veredeln. Dann kommen die Marketingtexte dazu, dann kommen die Medien dazu, dann wird das Ganze in 50 Sprachen übersetzt und das ganze Workflow gesteuert. Also wir erleben ja immer noch im Jahr 2021, dass Leute bei so einer Erstpräsentation rumdrucksen. Und ich meine, erzählen Sie doch, wie Sie arbeiten. Die schämen sich dafür, dass man heute noch mit Excel-Listen arbeitet, dass Datenblätter ausgedruckt werden und auf dem Papier mit Kugelschreiber editiert werden. Ja, ist doch nicht schlimm. Dafür sind wir doch da. Alle PIM-Anbieter dieser Welt arbeiten mit Workflows. Die können editiert werden mit einem Editor und angepasst werden, sodass dann alle Abteilungen wunderbar zusammenarbeiten und so Ausdrücke und Korrigieren auf Papier dann komplett sofort vom ersten Tag an verschwindet. Ja, Terminologiemanagement, das kann man dann betreiben, dass man sagt, Mensch, da hat schon wieder jemand Schraubenzieher geschrieben, das sagt man nicht. Schraubendreher ist die korrekte Bezeichnung. Und das müssen wir auch nicht unterschlängeln, irgendwie als Tipp, sondern das ist einfach falsch. Und das hat das Terminologiemanagement einmal gelernt, also lernt dazu. Und das wird automatisch ersetzt. Und wenn dann die Terminologie sauber ist, gegen das Glossar geprüft ist, alles gut ist in der Mastersprache, dann kann es übersetzt werden in alle Sprachen dieser Welt. Die wenigen haben eben noch im Foyer gesprochen, man kann es so weit treiben, dass man mit KI Texte schreiben lässt von Automaten. Haben wir gestern gesehen, der Kersten Wirth von Voyant hat drei Texte gezeichnet und wir sollten sagen, welche von Menschen geschrieben wurden. Es war kein einziger dieser drei Texte und mein Herz den nicht angesehen, ist spooky. Aber das ist so der nächste Schritt. Man muss erstmal die Pflicht machen, PIM aufsetzen und dann kann man solche nächsten Schritte gehen. Dass man sagt, komm, wir schreiben diese Texte nicht mehr per Hand, wir schieben so einem AX Semantics, das ist unser Partner, schieben wir mal 40 Attribute rüber und sagen denen, schreib mal einen Text mit 200 bis 300 Zeichen und dann kommt was zurück und ach komm, das ist doch prima, nehmen wir. Ja, und wie gesagt, dann am Ende, wenn man durch ist, dann checken wir das gegen die Datenqualitätsregeln, die man vorher konfiguriert hat, dass man sagt, Mensch, bei den Fahrrädern, da will ich doch kein Produkt haben, was im Shop erscheint, was nicht wenigstens 5 Abbildungen hat. Weil, na, bei einem Schraubenschlüssel brauche ich vielleicht nur eine. Wir können die Datenqualität des einzelnen Assets überprüfen. Da sollen keine pixeligen Bilder hochgeladen werden. Die müssen wenigstens 300 dpi haben, die müssen CMYK-Farbraum sein. Und dann eben 5 Stück davon, mindestens. Wenn es mehr ist, prima. Aber wenn es weniger ist, dann gibt es eben so einen kleinen roten Ausschlag in den Balken, Bild. Und resultiert eben in dem Top-Down großen Unternehmens-Datenqualitätstortendiagramm, eben dass dieses kleine Tortenstück ein bisschen größer ist.
Ja, Datenblätter, das ist häufig so ein Quick-Win im Projekt. Phrasentasse wäre auch schon wieder Quick-Win, wo man mithilfe eines Templates, HTML-Template, hinterlegt, dann sofort einen Mehrwert spendieren kann. Man sagt, Mensch, lieber Produktmanager, du hast jetzt hier deinen Schraubenschlüssel gepflegt, da kriegst du auf der rechten Maustaste ein Datenblatt angeboten und siehst sofort auf so einer DIN A4-Seite, Mensch, alles da, sieht gut aus, und dann ist der Übersetzungsprozess durchgelaufen, ich habe das Datenblatt in 50 Sprachen, entweder zur Laufzeit oder man richtet so einen Job ein, dass man sagt, komm, alle Produkte, die irgendwie über den Tag verteilt angelegt wurden und entsprechend Workflow-Status weitergeschaltet wurden, die kriegen ein Datenblatt generiert und am nächsten Morgen ist es da in 50 Sprachen. Und am Ende, wenn man tolle Daten hat, dann kann man die eben auch einem Außendienstler zur Verfügung stellen, Partner, alle, die eben anrufen und sagen, liebes Marketing, da gibt es doch neue Produkte, da hätten wir gerne mal Bilder. Und da werden ja auch im Jahr 2021 noch E-Mails rumgeschickt mit Mail-Anhang, Bilder, ZIP-Files mit Bildern. Da kann man eben sagen, komm, geh auf unser Portal, das kannst auch du bedienen, das ist wie Google, da gibt es einfach nur einen Suchschlitz und da haben wir schon Kategorien vorbereitet, ne, mit schönen Bildern, sanitär. Da findest du alle deine Bilder. Wir entscheiden im Backoffice, was wir wem zur Verfügung stellen wollen, wer sich was runterladen darf, auch welche Formate. Du darfst vielleicht Datenblätter runterladen, aber keine Bilder oder nur Bilder mit Wasserzeichen, wo wir da eben on the fly ein Wasserzeichen drüber generieren. Das kann man dann als Kür noch bereitstellen. Ja, wo kommt es dann jetzt, der Zusammenhang mit Print? Wir sind ja auf der Print-Veranstaltung, muss ich irgendwas zu Print sagen. Für mich so das Paradebeispiel Möbelhandel. Also ich bin immer noch so konservativ, dass ich sage, wenn ich mir ein Sofa für 2000 Euro kaufe, das möchte ich schon mal angefasst haben, da möchte ich schon mal drauf gesessen haben, ob die Sitzhöhe wirklich so passt. Das funktioniert auch im reinen Onlinehandel, Möbel 24 und Home 24, wie sie alle heißen, das scheint zu funktionieren. Scheint es einen Markt zu geben, die da vertrauen, dass das schon passt. Und gleichzeitig haben wir diese riesen Möbelhäuser, wo ich auch keine Lust habe, ne? Als wir letztes Mal ein Sofa gekauft haben, 500 Stück zur Auswahl, völlig unübersichtlich. Sagen die großen Möbelhändler wie ein Hardegg, ein Zurbrüggen, ob da in 20 Jahren noch die Leute so die Lust haben, durch diese riesen Läden zu laufen. Da kommt so ein Zusammenspiel von na, zu Hause schon mal was ausprobieren, ja, welche Maße soll es denn haben, mit AR irgendwie was fotografieren und mal was reinprojizieren, aber dann nochmal und dann vielleicht in ein kleineres Geschäft zu gehen, in so einen Flagship-Store, in einer City, auch nicht irgendwo im Industriegebiet, da mal fühlen, ne, in den verschiedenen Materialien und dann die Sitzhöhe und dann sagen, komm, das, was ich mir zu Hause schon mal vorkonfiguriert habe, mit einem QR-Code dann ausgedruckt habe, damit gehe ich dann ins Geschäft und mach's dann klar. Oder andersrum, wie wir es gemacht haben, im Geschäft schon mal vorselektiert und dann nach Hause. Mensch, passt das jetzt wirklich hier rein? Und dann im Shop geordert. So wird ein Schuh draus. Und Hardegg fing dann irgendwann an, ja, wir brauchen jetzt mehr Sprachen. Und dann fing ich an ja mit Englisch, Französisch, Italienisch. Ich sagte, nee, wir brauchen Türkisch, Russisch, Arabisch. Weil wir wollen den Kunden im Ruhrgebiet, Migranten, eben online, ihre Muttersprache anbieten. Und dann können sie sich da eben in ihrer Muttersprache informieren und dann ins Geschäft gehen und meistens findet man dann auch in seiner Muttersprache dann Verkäufer. Das sind dann alles so die Synergieeffekte und das finde ich im Möbelhandel eben so prädestiniert. Unsere Tipps, das ist eine Folie vom Marketing, nicht eine hässliche von mir. Wir müssen natürlich auf allen Kanälen präsent sein. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie die TikTok, meine Kinder sind auf TikTok unterwegs, ich habe da keine Ahnung von Snapchat, wird man dann irgendwann wahrscheinlich bedienen müssen und Facebook wird dann wahrscheinlich irgendwann wegfallen, wenn es nicht sowieso wieder ausgefallen ist. Also meine Kinder machen sich dann gleichzeitig lustig, dass ich auf Facebook unterwegs bin. Über 50 ist man dann noch auf Facebook unterwegs, aber irgendwann sind die dann auch weggestorben und andere Kanäle sind dann relevant. Also eine optimale Vernetzung herstellen und nicht Copy and Paste machen, also sich da vom System unterstützen lassen und das System gestützt machen. Und für mich so die Vision, und ja, jetzt leider kommt ja wieder ein Buzzword, nicht Product Experience Management, sondern Marketing Experience Management. Wo spielt denn wirklich die Musik? Also jetzt nur einfach einen PIM aufsetzen und dann meinen Shop bedienen und dann, okay, in 2 Tagen richtig schnell zu sein, ist schon cool. Aber richtig cool ist doch, was mehr zu machen als mein Wettbewerb. Ich habe mal eine Aktion bekommen, einen E-Mail-Newsletter,
Das war mitten im Sommer. Man wusste, um 16 Uhr kommt hier ein Wahnsinnsregenguss runter. Da wurde eine Mail rausgeschickt, leg doch mal, okay, das wird jetzt nicht mehr rechtzeitig ankommen, aber leg doch fürs nächste Mal jetzt mal einen schönen Regenschirm in den Warenkorb, auch der mal einen Schauer aushält, stabil ist, nicht so ein Einwegding. Und auf einen Fußball oder ja, Sixt macht das ja immer ganz geschickt. Die reagieren am nächsten Tag auf die Bundeswahlergebnisse und machen da den, der da gerade verloren hat, ziehen die durch den Kakao. Also da mal was Witziges machen, zum Grillsaison da eben was raushauen an Sets. Ja, und es gibt Kunden von uns, XXL Lutz, die machen tageszeitgesteuertes Marketing. Die wollen natürlich über die Restaurants die Leute in die Läden kommen und wenn die einmal da sind, dann nehmen die natürlich auch nochmal Teelichter und Co. mit. Und morgens trinken die wenigsten jetzt Weißbier. Also morgens kommt dann eher Cappuccino und ein Croissant und nachmittags dann eben zu der anderen Zielgruppe, die da eben drauf abfahren, das Weißbier mit dem Britzen. Und das ist pfiffig. Und das brauchen wir vielleicht. Jahreszeit geschützt sowieso. Ja, was wir gerne machen bei Content Surf ist so ein Prototyping. Wir sagen, komm, laden Sie uns mal ein, wir bauen mal so einen Prototypen auf. Das haben wir für die Abgebildeten gemacht und das macht unheimlich Spaß, weil wir sehen ja hier schon einen Bauchchemiehersteller, einen Schulbuchverlag, wo wir dann eine Buff-Logik abzubilden hatten. Das muss man ja erstmal verstehen. Was ist eine Buff-Logik? Das ist ein Bundesland, Adressat und Fach. Da haben Sie ein Schulbuch, das ist in Bayern für katholische Religion zugelassen. Bei einem Gymnasium. Und in Mecklenburg-Vorpommern ist das für eine Stadtteilschule im Fach Ethik zugelassen. Also sowas müssen Sie dann darstellen in einem Standardsystem, in einem PIM, ohne Programmierung bestenfalls. Ne? Weil Programmieren ist mal schlecht, Konfigurieren ist viel besser. Ja, bei einem Seeburger, dann haben Sie die ganzen Nährwerte. Wir haben gerade so ein Webinar gehabt, wo die Marketingleiterin von Seeburger erzählte, ah, wir hatten uns das ehrlich gesagt ein bisschen einfacher vorgestellt, weil ein bisschen Studentenfutter irgendwie im PIM pflegen mit ein paar Nährwerten. Ja, jetzt gibt es aber auch Nussmischung, da ist Schokolade dabei. Die Schokolade hat ja schon mal 20 Allergene und Bestandteile. Also wurde doch ein bisschen komplizierter als gedacht und am Ende müssen sie noch GS1 und Edgeify ausleiten, also immer branchenmäßig ganz spezifische Anforderungen, die sie dann lösen müssen. Und den Beweis treten wir gerne an. Da haben wir teilweise schon alle Produkte drin, weil wir dann irgendwie so einen Sauger, so einen Staubsauger haben, der über Nacht läuft und dann so eine Webseite absaugt. Und wir überlegen uns jetzt ein paar Produkte, die wir mal so durchpflegen mit allen Attributen. Aber wir haben alle Produkte schon mal drin, dass man auch mal so eine Suchperformance sehen kann, wie das funktioniert. Wir sind selber, also jetzt kommt so der Werbeteil am Ende, was macht Content Surf, wie sind wir aufgestellt? Wir sind ein reiner Softwarehersteller, wir machen nicht die Projekte selber. Das ist, es gibt zwei Konzepte, entweder machen Sie alles selber aus einer Hand oder man sagt, wir konzentrieren uns auf die Software, dass der Standard weitergetrieben wird, branchenübergreifend, alles reinkommt, was die Welt braucht. Eben jetzt gerade dieses MXM-Thema von uns vorangetrieben wird und das Implementieren, die Beratung, das überlassen wir wirklich den Agenturen, die viel näher dran sitzen, sowohl regional als auch fachlich, eben sich im Projektgeschäft auskennen. Das halten wir für die professionelle Lösung. Jetzt habe ich nicht alle Partner, die wir weltweit haben, drauf. Also ein A&F, die in der Schweiz eine Rolle spielen. Ich habe jetzt meine Partner in Deutschland, im Nordwesten, drauf, die bei mir eine Rolle spielen, draufgebracht. Ist ein bisschen größenmäßig schwierig, weil die alle unterschiedliche Abmessungen haben. Also ist keiner hervorgehoben, ist alphabetisch sortiert. Das sind alles Top-Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Gartner und Forrester kennen Sie sicherlich, die machen so schöne Waves und Quadrants, wo man dann immer oben rechts landet und man weiß nicht, was für eine Metrik liegt denn dahinter. Hat der eine mehr bezahlt, dass er da weiter oben landet? Oder ne, das ist ja völlig intransparent, warum man da oben landet. Wir landen da auch ganz oben, super, aber viel cooler finde ich, wenn da Kunden befragt werden. Da waren wir erstmal schon mal stolz, da haben 86 Kunden sich die Zeit genommen, da zu antworten. Ne, da gab es größere PIM-Anbieter, wo die Zahl viel kleiner ist, da gehen Sie mal drauf und dann können Sie sich da ganz tief reindrillen. Da wurde sogar abgefragt im Pitch, welche anderen Anbieter haben Sie sich angesehen? Warum ist es Content Surf geworden? Und ja, besonders stolz sind wir natürlich auf Product Capabilities, also was liefert wirklich die Software?
Ja, da kann man nur noch ein Zehntel mehr erreichen, 4,955 Punkten. Wie gesagt, das hat nicht Gartner ermittelt, das haben nicht wir gesagt, sondern unsere Kunden. Da sind wir stolz drauf. Sales Experience fällt da ein bisschen gegen ab. Da haben wir irgendwie nur 4,3 erreicht. Da war ich erst ein bisschen beleidigt, aber dachte ich, Mensch, das ist doch eigentlich ganz cool. Besser, als wenn es andersrum wäre. Wenn ich 4,9 im Sales hätte, das bunte Feuerwerk verspreche, aber am Ende im Projekt die Features nicht da sind, ist doch viel besser, wenn wir ein bisschen devot, zurückhaltend präsentieren am Anfang. Ja, so sind wir und am Ende ist aber alles da. Mensch, cool. Ja, ein Schalter wurde umgelegt. Wir haben vor 2 Jahren Software as a Service rausgebracht. Da haben wir einen Kickoff gemacht, sind mit dem Schiff über den Bodensee gefahren und da wurde uns das präsentiert. Und da war eigentlich die Vorgabe, 50% SaaS zu machen, 50% On-Premise. Die 20 Jahre davor hatten wir nur On-Premise, also Lizenzverkauf, Wartungsvertrag abschließen. Und wir guckten uns nur an, ja, sind wir mal gespannt, ob das so funktioniert. Und dann ab dem Zeitpunkt, als hätte jemand wirklich den Schalter umgelegt, ich habe keine Lizenz mehr verkauft, ich habe alles SaaS verkauft. Und die Bedenkenträger von vorher, die IT-Leiter, die gesagt haben, ja, das muss bei uns im Keller laufen, da müsst ihr erstmal ein Hardware-Konzept abgeben und die müssen wir die SSD-Platten zählen, die wir da brauchen und ja, da muss die Hardware beschafft werden und da muss jemand das installieren. Da waren wir alle ein halbes Jahr älter, sagen die jetzt, Mensch, wir haben so viel im Tagesgeschäft und wir sehen noch bei Corona mit Teams und das Digitale funktioniert doch alles prima. Wir wollen jetzt nicht ein PIM-System noch on top hosten. Macht ihr das mal schön, wir durch Einschmeißen unserer Monatsgebühr, ist das für uns eine Blackbox und brauchen das nicht noch on top hier zu managen, dieses PIM-System, PIM-Projekt. Und die Quickstarter, früher in der alten Welt, wie gesagt, bis zu einem halben Jahr konnte das dauern, bis mal die Hardware wirklich da war und die Software installiert war, hatten wir jetzt Projekte und das sind dann immer die Antworten, die dann der Partner gibt. Das Unternehmen hat sich dann für Content Surf entschieden, für den Partner entschieden, wann kann es denn losgehen? Und dann kurzes Zucken, ja, der Prototyp ist ja da. Das ist ein SaaS-Mandant, der ist freigeschaltet, da haben die dann auch schon Zugriff, die Kunden. Und wir können morgen starten. Wir können morgen Kickoff machen, die Rollen aufteilen und dann geht's los. Und in 8 Wochen sind wir live. Und man braucht eben keinen separaten Wartungsvertrag und noch ein Hosting zu buchen. Und dieses immer auf Stand zu sein, ja, wenn Sie eine Lizenz kaufen, dann könnte man eine Umfrage machen. Sind Sie noch auf CS18? Also das ist immer die Jahreszahl, die dann dahinter steht. Ein Major-Release im Jahr. Wir hatten letzten Anruf, da war noch jemand auf CS13 unterwegs. Weil irgendwie haben wir mal den Anschluss verpasst. Da war noch so ein Rechner mit Windows 3.11. Da hat keiner, war jetzt nichts Spannendes dabei, was man brauchte offensichtlich. B2B, also ganz spezielle Branche. Das war jetzt so eine Anekdote. Also, aber die meisten waren irgendwie 1-2 Jahre hinten dran, wo man jetzt nicht ständig jedes Release mitnimmt. Und da sind sie einfach bei SaaS, das hosten wir. Das ist eben Teil der Dienstleistung. Alle 6 Wochen gibt es so ein Minor-Release. Das wird halt immer automatisch eingespielt. Da sind sie immer auf dem neuesten Stand und dann kriege ich die schönen Anrufe. Mensch, Herr Henrichs, da ist ein neues Feature. Was macht denn das? Was kann das? Zeigen Sie mir das mal. Das kriege ich halt im Rahmen dieses SaaS-Vertrages, im Rahmen des Wartungsvertrags mit. Lizenzmodell haben wir auch ganz schlank gemacht. Es gibt einfach 3 Verträge, die ich abschließen kann, wie beim Handyvertrag, wo ich immer sage, Standard ist so der Prepaid, ne? Kann nichts, kostet aber auch nichts. Zielt so ein bisschen auf unsere Open-Source-Wettbewerber. Habe ich noch nicht einmal verkauft. Und Enterprise ist wirklich alles mit dabei. Und ja, der Mensch entscheidet sich immer, psychologisch ist das auch so gewollt gewesen, so geplant gewesen. Der Mensch entscheidet sich für das Mittlere. Das ist nicht das Teuerste, ist nicht das Günstigste. Und da haben wir so das Wesentliche reingepackt. Wenn ich einzelne Dinge brauche, wie Data Quality ist hier gar nicht dabei, das kann ich mir aber dann dazu lizenzieren. Ja, 2020 war so bei uns das Jahr, wo die Unternehmen wie so ein Adex, erstmal müssen wir das Schiff durch die Krise manövrieren. Wir können jetzt hier nicht so ein PIM-Projekt machen. Da habe ich kaum Projekte abgeschlossen, was ich auch verstehen konnte. Also da haben wir Unternehmen gehabt, die haben ihre Ladengeschäfte geschlossen, komplett in Kurzarbeit. Da ist zwar der Shop durch die Decke gegangen, da haben die dann ein riesen Logistikproblem zu lösen gehabt. Aber jetzt können die nicht on top, konnten die nicht 2020 ein PIM-Projekt machen. Und waren davon ausgegangen, 2021 wird ja wohl Corona vorbei sein. Und dann 2021 erkannte man, Mensch, Corona wird uns doch wohl leider noch länger begleiten. Wir können jetzt aber jetzt unsere Hausarbeiten nicht ständig nach hinten schieben. Und jetzt kamen sie alle aus der Deckung und
Ja, von diesen 10 Kunden, die ihr jetzt in 9 Monaten nur in meiner Region gewonnen habt, kannte ich ehrlich gesagt, bis auf diese rechte Spalte, Gira, Nava, SVH24, die anderen kannte ich alle vorher gar nicht. Ne? Mittelständler, die aus der Deckung kamen und sagten, wir müssen jetzt dringend PIM machen. Alles saß und alles jetzt schon voll im Gange, bis abgeschlossen. Ja, Bike-Components, das ist die Perle schlechthin. Die haben ein Wachstum hingelegt im letzten Jahr von 80 Millionen auf 100 Millionen. Und der Geschäftsführer sagt, ich weiß gar nicht, wie wir hätten wachsen können, wenn wir die Teile beigekriegt hätten. Weil im Fahrradbereich, haben sie mitgekriegt, Corona im Fernost und dann noch im Suezkanal das Schiff, die haben die Teile gar nicht beigekriegt. Und dann bleibt eben Zeit für so ein PIM-Projekt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich in der Zeit bin, meine Uhr ist kaputt,